Arsch tot! Herz auf! Schluss mit der Bloserei! Aufhören! Oh mein! Hey, Bürgermeister! Wo ist denn der Hirsch? Ja, wo wird er schon sein? Frag nicht so blöd. Auf und davon ist er! Der Prinzregent hat seinem Gast, dem Fürst von Schauburg-Lippe, den Schuss lassen! Ja, und? Ja. Bumm! Der Hirsch stürzt. Applaus. Die hohen Herren sind zufrieden und gingen weg. Gut. Auf einmal springt das Vieh auf, beidelt sie ab und rennt davon! Nein! Doch! Oh. Ein Breischuss war's! Bloß ein Breischuss! Du hättest doch eigentlich heimlich auf den Hirschen schießen sollen, anstelle von den Fürsten. So wie wir das ausgemacht haben. Der Fürst trifft doch nix. Ja, ich weiß schon, weil der so sauschlecht sieht, gell? Mir hat er halt schon fünfmal als euer Hoheit angeht, obwohl der Prinzregent gerade einmal 2 Meter neben ihm gestanden ist. So kurzsichtig ist der. Oha. Ja, haben wir da keinen Blaserer nicht? Also, verfolgt die Spur oder sowas? Wir müssen den Hirschen ja finden. Nein, hör auf! Kein Blaserer! Nicht? Nein! Der Fürst von Schaumburg-Lippe meint doch, dass er den Hirschen getroffen hat. So. Wir müssen also das Viech finden. Sonst lassen die hohen Herren einen Kant am Oberfürst aus. Und das bin ich! Ja. Hol alle Jagdhelfer zusammen, find's mir das Viech und schiss es, aber schnell! Mach ich. Treiber, sucht's mir den Hirschen, der Fürst hat mir nicht gescheit erwischt! Sieh mal nicht so laut! Kein Steifel noch einmal, muss nicht heute alles verkehrt laufen! Hey, Bürgermeister, Senftel! Du, ich hab gesehen, wo der Hirsch aus ist. Ah ja. Durch den Bach. Kunden wir Dinge, wo er zu finden war. Ah ja. Und für eine gute Belohnung, hä? Was sagst du? Ein bisschen Geld kann ja jeder brauchen, gell? Auch eine gewisse Marei? Ach, du hast mich kennt! Auf den ersten Blick. Aber weißt du nicht, dass für Weiberleute verboten ist, als Treiber zu gehen? Okay, ich hab mir gedacht, das kennt mich doch eh keiner. Und ich verdiene mir auch Geld dazu, auch grad auch so wie du. Und wenn's dann florisig ist, hab ich mir gedacht. Hast du gedacht? Na, hab ich mir gedacht, na, freu ich mich. An seinem dummen Gesicht hab ich mir gedacht. Das hast du also gedacht, ja? Ja, vielleicht nicht. Aber jetzt meine ich jemand, ich schleich mich. Schnell. Ah, oh. Wer schießt denn da auf aufrecht gehen, die Leute? Oh. Kasper, was ist denn passiert? Oh, ich weiß nicht, ich hab's Pfeifer gehört, gell? Und dann hab ich's gespürt. Wie ein Schlag. Ich glaub, ein Schuss hat dich gestreift. Da kannst du Kerzen stiften. Du, ich sag das, ein Stich hat's mir gegeben da. Die hat gemeint, jetzt ist's aus mit mir. Du, dreh mich um, gell? Steht da einer ganz nah bei mir. Direkt zum Greifer. Aber genau habe ich nicht gesehen wegen dem Nebel. Aber ein Käse hat doch überhaupt kein Nebel nicht. Ein schwarzer Kerl was. Zaun, Tür und Hohlaugert. Unheimlich, sage ich dir. Vielleicht einer von den fremden Jäger? Ich weiß nicht. Du, wie ich zu ihm hingelang, habe ich direkt durch ihn durchgegriffen wie durch die Luft und wie ich auf ihm zugewahren, wie vom Erdboden verschluckt. Mir ist jetzt noch ganz anders. Also, da ist nichts zum Sehen. Ach, das war ein Jäger, gewiss. Meinst du wirklich? Ja, einer von der Hofgesellschaft vom Schaumburg-Lippe. Ach, die preisen ist, sagst du. Ja, wer ist der Wanzen da im Schussfeld umeinander? Das ist der Simmerl. Ob's er war? Der schießt wie ein Wulzau, wenn sie was rührt. Du, ob wir dem einmal eine Lehre teilen sollten? Ja, nur dem. Du schau einmal, blitz noch. Ja. Geh, sag's mal, welcher Narr! Brandner! Geh, was ist denn los? Ja, das fragt er noch, statt dass er Brüllen aufsetzt, bevor er eine Qual in die Hand nimmt. Du, ich hab heute dem Hirschen nachgeschossen, gell? Ja, hab einen alten Dackel getroffen. Okay. Wart, ich verbinde dich.
Bei der Jagdgesellschaft, da haben wir dabei. Die Schießen wird wild sein, ich sag's euch. Geh, was hast du denn jetzt sagst? Geh, sicherer Schütz hat immer sein Verbandszeug im Sattel. Was sind wir, hä? Du brauchst mich nicht verspotten, gell? Dreimal hab ich noch keinen angeschossen. Es ist nicht erwiesen, dass das mein Schuss gewesen ist. Ich geb dir wegen einem Schnaps auf den Verband auf. Nein, nicht äußerlich. Das war ja Verschwendung. Das war ja ein Alkoholmissbrauch. Ja, wir wussten nachher drum. Ja, innerlich, verstehst du zur Stärkung, wegen dem Schwindel. Ja, wenn's meinst. Bittchen. Sag mal, wo hast du denn den her? Ja, das ist ein Geschenk vom Fürsten. Für die Jäger. Siehst du das? Das sind doch nur für was gut die Preisen, gell? Nicht so viel, der ist kostbar, Brandner. Du musst vielleicht schon bedenken, wie groß der Schwindel vom Kasperl ist, gell? Glaubst du das jetzt? Du stehst jetzt nicht umeinander da. Jetzt rennst du zur Gesellschaft um im Metz, dass ich aufgehalten worden bin. Soll ich sagen, weißt du, wen du angeschossen hast? Flori, untersteh dich! Gut, ich leg was zusammen. Aber beichten muss das für eine Arbeit schon sein. Leichte! Glaubst du das? Ein frecher Kerl. Geh, ein braver Bub. Ah. Den nehme ich nicht mehr mit zu den Treibern, das sag ich dir. So. So sieht man nichts mehr. Du und dein Enkelkind, dem sagst du, hast den am Ast aufgerissen. Im Unterholz. Okay. Ist dir immer noch so wichtig, was Marei von dir denkt? Ja, freilich. Warum auch nicht? Sammenblasens. Na, der Hans gleich alle da. Aufsteh jetzt. Oh nein, du. Oh, ich kann nicht. Oh, der Schwindel. Oh, ich glaub, da müsstest du mich vielleicht schon tragen. Tragen? Ja, auf dem Buckel. Okay, ich kann mich doch nicht blamieren vor die hohen Herren. Aufsteh jetzt! Wenn du mich so anschreist, krieg ich wieder das Zittern. Brandner, ich mein, du hast das auf ein Schmerzensgeld abgesehen, hä? Bloß aufs Tragen. Du mach mich nicht wild! Nee, nein! Aufsteht! Ich komm noch nichts dafür, das ist doch wegen dem Schwindel! Ich lass dich da liegen! Du, das darf ja auf die Marei keinen guten Eindruck machen. Okay, weil. Das ist dir jetzt falsch oder Barmer, gell? Also gut. Von mir aus nachher. Hupf auf! Oh mein. Hopp! Ah! Alter Schimmi! Rucksack! Hab ich ihn! Gut! Wah, hab ich auch! Hui! Oben da! Sofort! Oh, nee, sonst werden wir noch schwindeliger! Ah! Was ist denn das? Dürfen wir die ergebenste Frage erlauben, ob die feinen Herren Jäger neuerdings als Hutschpferd abgeben für alte Krauterer, hä? Ja, er hat einen Streifschuss erwischt, ja. Jetzt kann er nicht mehr gehen. Ja. Wo? Am Ohr? Geht der sonst auf seine Ohren? Ja, schwindelig ist er ihm halt. Ja, freilich, den sein Schwindel, den kenne ich schon. Simon, der macht dich doch zum Kasperl. Schau an, wie er sich freut. So schwindelig. Oh, aber da, Frage. Was nimmst du denn so einen alten Tatter mit als Jagdhelfer? Ja, weil ich dir da oben ausgehend wie kein zweiter nieder. Ja, freilich. Da? Dein Schnaps hat er auch schon, bravo! Ja, wenn's wirklich mein Schuss gewesen ist, dann muss ich doch wenigstens... Du musst! Der Prinzregent hat eine Wut, weil er Angst hat, dass der Gast merkt, dass er den Hirschen gar nicht erwischt hat. Dabei hab ich ihm ein Wort gegeben, dass der Preißenfürst heute einen Hirschen schießt. Ja, was soll nachher ich da jetzt machen? Ja, jetzt nichts mehr. Du hättest halt heimlich zeitgleich mit dem Schaumburg-Lipper auf das Vieh schießen sollen, damit der meint, er hat den Hirschen selber erwischt. So wie wir es ausgemacht haben. Ja, aber gut. Du warst nicht da! Weißt wenigstens, wo der Hirschen aus ist? Ja, wo wird er aus sein? Da am Berg ist er halt auf. Oh, Simon, nichts kann man anschaffen. Okay. Flori! Halt, bleib stehen! Das ist doch... Gehörst du zu den Treibern? Ja. Geh zu.
Hilfe am Brand, einen Untertrag, der ist angeschossen. Was ist der? Angeschossen? Wo ist der? Ja, da hockt er doch und fragt doch die Treiber, ob die wissen, wo der Malefizhirsch. Moment mal, das ist doch die. Die Marei! Als Treiber! Ach, das geht mir gerade noch. Mei, unser Hans ist halt auch ein Verderster gewesen, nicht? Du bist da, du bist angeschossen. Was hast denn du vorher nach dem Flori gerufen, Marei? Gar nichts. Nein, jetzt blasen sie schon wieder. Bürgermeister, Senftl. Na, die auch noch. Damit die Brandner Blasen wieder beieinander ist. Ja, der Flori gehört doch nicht dazu. Ja, sag mal, bist du wirklich so blöd, ha? Hast du noch nicht gespannt, dass der Flori schon die längere Zeit hinter der Mara her ist, ha? Bürgermeister, der Prinzregent fragt, wo ihr bleibt und ob ihr den Hirschen habt. Viel länger kann er dem Schauburg Lippen nichts mehr vorspulen. Ja, Himmel her, Gott, sag er mit noch mal! Schau mal, jetzt reißt's gleich. Du holst lieber den Mai, gell, Flori? Solange du noch Schulden hast bei mir. Gell? Nächste Woche sind wieder 30 Gulden fällig. Ja, und überhaupt. Du bist entlassen auf der Stelle. Entlassen? Wieso? Weil mir das noch passt. Und weil du mir nicht mehr passt. Da, schau her. Der schwer verletzte raucht. Ja. Ja, was gibt's jetzt da zum Lachen, hä? Ja, weil du ein großer aufregender Simptl. Du, pass bloß auf. Mich wirst du nicht so trocken wie seinerzeit mein Vater, gell? Okay, die alte Geschichte. Du, gell? Die größere Hälfte von dem Grund, auf dem du wohnst, die gehört schon an mir. Und wenn du mir weiter in die Pacht schuldig bleibst, dann war's hinaus. Verstanden? Wenn ich will, dann klage ich alles sein. Also alle mal gebracht werden, gell? Und kooperativ. So. Kommt mir jetzt irgendjemand von euch sagen, wo der hier schnauz ist? Wir wissen nichts. Ihr sagt's mir jetzt! Ja, geht's, hör auf! Das hat doch keinen Taug wieder so. Jetzt gehen wir! Na ja, du mach mir noch einen Vorwurf. Du Preisschütz! Ach, geh zu! Geh! Schießt der Hirsch den Hirsch nicht! Den trifft nur irgendwann einmal der Schlag vor lauter Geiz und Gift. Aber sagt's einmal, kommt der euch wirklich vom Hof jagen? Ja, wenn er will schon. Rundrum gehört ihm sowieso schon alles. Wie hat der Pfarrer neulich gesagt? Euer Anwesen ist wie eine Insel im Senftelschen Meer. Hat er gesagt? Ja, ich hätte ihm schon sagen können, wo ich glaube, dass der hier schaust, ist. Nüber Richtung Schindelgram ist er. Ja, das habe ich schon auch gesehen, aber. Der Wirt von Hausham zahlt für ein schönes Geld, wenn man ihm ein Wildbrett bringt. Und fragt er nicht, woher es kommt. Also, wenn der Hirsch verendet und mir findet man zufällig natürlich. Wie war's? Ein kleiner Umweg? Ja, dann kannst du was von deinen 30 Gulden zurückzahlen. Ja, und du was von der Pacht. Nein, das ist eine Unanständigkeit. Wir wissen auch nicht, wie wir bestohlen werden. Der Hirsch ist Eigentum vom Kronprinzen. Also, das sehe ich nicht ein. Wenn ich der Kronprinz war, mir kann man es auf einen Hirschen mehr oder weniger jetzt nicht an. Der Ober sticht dann unter. Das kennt man doch schon vom Kartenspielen her. Und wer bescheißt, den lasst man nicht mehr mitspielen. Ja, wenn's aufkommt. Irgendwann kommt alles auf. Also, jetzt retten wir den Kronprinz sei Ehre und sagen dem Senftl, wo wir glauben, dass der Hirsch ist. Also. Ja, jetzt sind sie alle aber noch da. Ja, die hohen Herren kommen, die kleinen Leute weg, aus den Augen. Du, Senftli, wollt ihr nur... Weg, hab ich gesagt. Der Prinzregent darf euch nicht sehen. Ihr zwei nehmt jetzt den schwer verletzten und tragt ihn runter zum Schnapperwirt. Da soll er sich dann über Nacht auskurieren, bevor er dann morgen wieder auf seine Hütten aufgeht. Und nicht schleicht euch glump über den Land. Ja, wenn es so ist, dann halt nicht. Und? Machen wir den kleinen Umweg noch. Du, das sehen wir jetzt schon.
So, Eure Majestät. Das war aber ein Spaß, was? Hab den Hirsch direkt mit einem Schuss erlegt. Eine richtige Gaudi war das. Na, Hoheit. Wie, keine Gaudi? Na, das heißt ja schon, aber ich bin nicht der Prinzregent. Ich bin der Senftel, der Bürgermeister und Oberfürster. Der Prinzregent kommt gleich, gell? Mein Gott, zückt der Hund recht. Ach so, na ja, das wusste ich doch. Das war doch nur ein Spaß, Herr Senftel. Senftel. Süß oder mittelscharf? Ja. Das ist das, was ich an euch Bayern so mag. Mhm. Euren köstlichen Humor und eure Landschaft. Die Berge, der Wald, der See, die Luft. Ich glaube, ich baue mir im nächsten Jagdschlösschen hier. Da komme ich öfter mal zur Jagd. Na bloß nicht. Wie bitte? Wollt sagen, wann kommt denn bloß der Kronprinz, ha? Mhm, ja. Wollen's dabei einen Schnaps? Ja, sehr gern. Ein Schnaps? Also dann, ganz, so ein Schnaps, der baut einem gleich wieder richtig auf, gell? Nach so einer anstrengenden, ja, ganz. Also dann, auf euer Wohl durchlaucht und euren großartigen Jagderfolg, gell? Na! Schmeckt ja vorzüglich, mein lieber Senfel. Blumig im Abjang. Mein Gott, sich der Hund schlecht. Also, Großvater, die Wirtin richtet jetzt eine Kammer her, dann kannst du heute über Nacht da bleiben, gell? Na, das braucht's nicht. Ich geh jetzt dann gleich hinauf auf meine Hütten, es geht schon wieder. Nein. Du bleibst herund. Bitte schön, jetzt tu es halt für mich. Eine Nacht, Großvater. Ja, gut. Wenn die eine Nacht, dann bleib ich halt herund. Ja. Also, wie schaut's aus? Gefunden haben wir den Hirschen. Meinst du das oder holen wir uns? Du, das überlegen wir jetzt über Nacht. Weißt du, das ist schon ein Risiko. Und auch eine große Anstrengung, wenn wir zu zweit den Meister um Hirschen da schleppen. Du, geht's dir nicht gut? Soll ich vielleicht doch hier unten bleiben bei dir? Doch, es geht schon wieder. Du, ihr geht jetzt zur Jagdgesellschaft und hol euch einen Treiberlohn ab. Großvater, sag einmal, ist dir nicht besonders? Doch. Ich habe ja als Nothelfer nur meinen Kirschgeist nicht. Jetzt geht weiter, geht's zu, schickt euch und holt euch euer Geld. Ja, gut. Führt dich, gell? Ja, führt euch. Aus heiterem Himmel. Der Wind weht und kein Blattl rührt sich. Bin ich denn schon so undudel von dem bisschen Kirschgeist da? Hallo, ist da wer? Hat mir gleich gedacht, dass es ein Fremder ist. Was ist denn? Was möchtest? Ich kenn dich nicht. Kommst du von auswärts? Bist du etwa hergeflogen? Das könnte schon sein. Ja, wer bist denn du? Zaun, dürr und klappert und blass und heuaugert. Ja, zum der Barmer. K-
kennst mich nicht? Nein. Der Roderboy. Ja. Ich weiß nicht. Wir sind uns doch heute schon begegnet. Für einen kleinen Augenblick. Du bist der... Bartelgraber. Der. So heißt es mit Leid. Du Brandner, ich hab dich fragen wollen, ob's nicht vielleicht mit mir gehst. Nein, ich mag nicht. Es muss aber sein. Nein, Bruder, nein. Brandner, hast du dich nicht verstanden? Der Büchsenschuss soll dich vermahnen ans End aller Zeitlichkeit. Du hast den Schuss gelenkt und mich nicht einmal getroffen. Nach dem Schuss sollten die Leute sagen, er hat den Schreck einfach nicht mehr überstanden. Nein, der Schuss, der war nicht für mich. Doch, der war für die Brandner. Heute ist dein Tag. So ist es dir aufgesetzt. Es geht z'End mit dir. Hey, ich bin doch gesund wie ein Fisch im Wasser. Schauen so vielleicht die Leute, dass auf die Würmer warten. Nein, also nicht direkt. Die meisten sind sich und bettlägerig. Ja, und klappert und heuaugert, dass man Verwandtschaft gleich erkennt, nicht? Andere wiederum sind aber voll Leben. Und es ist ihnen doch bestimmt. Ja, wenn sie besoffen sind und heimwackeln oder so, gell? Ja, und singen und hupfen. Ja. Und dann tun sie einen falschen Schritt und aus ist. Ja. Aber ich habe einen Rausch. Schau her, die ganze Flasche Kirschgeist, wenn ich jetzt aussauf, gell, stehe ich immer noch. Kerzen gerade da. Wart. Ja, ja, trink du nur. Vielleicht ist der dann vergund, dass der Schlagerl kriegst, dass stehen bleibt, dein Uhr. Du, viel gescheiter wie die ganze Reederei war, wenn du dann mittrinkst. Was ich? Ein Schnaps? Ja, ich meine, so saft und kraftlos wie du ausschaust, nicht? Da hat er vielleicht ein Glaserl ganz gut. Du meinst, ich darf. Also. Ich sollte. Du, ich trinke nicht gerne allein, weißt du? Das sind nur solche, die einen Kummer haben nicht? Und das Leben vergessen wollen. Und, aber da gehe ich gewiss nicht dazu, gell? Da, schau, da. Also, was ist mir denn dir passiert? Dass mich einer eingeladen hat. Normalerweise lade ich ja die Leute immer ein in meinen Karren. Ist er müde? Ja, ein guter. Probieren. Nein, es geht doch nicht. Okay, traust du nicht? Okay, trauen. Ich weiß bloß nicht, ob das so gern gesehen wurde. Ja, aber du musst doch kennenlernen, von was für Seligkeiten du die Leute wegholst. Okay, weiter Seligkeiten. Irdische Freuden, vergängliche allenfalls. Schmeckert er, der scheint mir gut. Ja, also, auf was wart's dann noch? Ja, wenn's mich zwingst. Ja. Und wenn ich dann gefallen tue damit, ja, gell? Also dann. Alles dann, gell? Aber und klein Ohren. Wer es sehen, dann fällt uns nachher unser Diskurs gleich leichter. Da ist recht. Alles, was das Ja sagen einfacher macht, soll geschehen, gell? Weil Ja sagen musst. So ist es dir aufgesetzt. Alles dann? Ja! Was ist das? Ja, das ist ja so auf dem Kirschgeist. Ja! Bei dir macht es aber nicht so. Ja, weil ich den gewohnt bin. Ja! Wieso hast du bei dir auch so gemacht? Ja, du aber schon her. Nach dem dritten vergeht es wieder. Boah, das war gut. Das scheppert so damit, dass um gleich die Bordel klappern. Ja. Ja, jetzt ist es weg.
Ja, siehst du das? Tatsächlich. Ja. Weg ist. Ja, weil du nichts Gutes nicht gewohnt bist. Ja, ich bin wirklich nichts Gutes nicht gewohnt. Weißt du, die Menschen, da jammern sie immer, das Leben wäre ein Jammertal. Ja, aber das musst du verstehen. Na, muss ich nicht. Was tue ich ihnen denn? Ich geleite sie in zarter Gnade und erfülle sogar die Luft mit zarter Musik. Wen sie so wollen. Magst du es einmal hören? Nein. Doch, pass auf, hör einmal. Ja, was ist? Magst du nicht vielleicht doch mitkommen? Wir brauchen sie da noch. Die Mara und der Flori. Ich muss ihnen doch den Grund da halten. Geh, Kasper. Dein Leben währt nun schon 72 Jahre. Ja und? Ja, weißt denn du, wie schnell die vergehen? Du, das läuft dahin wie der Bach runter vom Berg und stürzt jedes Jahr schneller talabwärts wie ein Wasserfall. 40 Jahre ist her, dass mein Tradl gestorben ist von den Nieren. Und 21 Jahre, dass du meine Tochter geholt hast, aus dem Kindsbett. Mir ist es, war das alles erst gestern gewesen. Und jetzt, wo ich mich drei gefunden habe, wo alles wieder im Lot ist, jetzt kommst du daher, mitten im Sommer, wenn die Blärmen so schiblieren und das Gras so grün ist und die Tage so lang sind und die Sonne so scheint und dann das mich drangsalieren, dass ich mit dir mitgehe soll, freiwillig auch noch. Ja, da müsste ich doch ein Narr sein. Brandner, ich will nicht so sein. Bitte sagst du meinem Schnapse, erlabet er sich, aber dankbar erweisen tut er sich nicht. Hol ich dich heute im Herbst? Im Herbst? Ja, soll ich vielleicht die Hirschbrumpfer sammeln und die Treibjagden? Ja, ins Oktoberfest. Ja, sag mal, ist das alles im Herbst? Ja, freilich. Das Oktoberfest auch? Nein, das ist im Mai. Aha. Ja, freilich ist das im Oktober. Das heißt, du gehst das schon im September, nicht? So. Ja, also, wie verbleiben wir jetzt? Also, weißt du was? Ich komme im Winter, punktum. Im Winter, punktum. Punktum. Und die Fuchsjagden und das Marder ausjagen. Außerdem ist mir im Winter viel zu kalt. Ja, zu kalt. Mir ist auch immer viel zu kalt. Weißt du, was das heißt, Brandner? Zu kalt in Ewigkeit. Oh mein, dann trink halt noch einen, das wärmt dich wieder auf, schau. Also, weißt du was? Ich hol dich jetzt im Frühjahr und damit passt er. Im Frühjahr, wenn die Aue am Balz ist und die Vögel am schönsten singen im Wald. Warte, Kasper! Jetzt hast du es aber schon langsam genau benannt. Du, bei mir bist du an der falschen Adresse. Du, ich kenne noch nicht rüber. Das muss ein Irrtum sein. Ein Irrtum? Ja. Wir sind die oberste Instanz. Bei uns gibt's kein Irrtum. Ja, aber vielleicht gibt's ja noch woanders einen Brandner Kasper, nicht? Könnte sein. In Franken zum Beispiel. Kasper, ich bin gesandt von der Weisheit, um dich zu geleiten in den ewigen Frieden. Und du werfst mir Amtsverwechslung vor. Nein. Jetzt trinkst du aus und dann gehen wir auf die Weiß miteinander. Und zwar ist gute Freund. Auf geht's. Gute Freund, diese Freundschaft. Wenn man auf der Weiß kommandiert, obwohl er nicht mag, so redet man nicht mit einem Freund. Trink einmal, ich brauchst du auch nichts mehr. Freunde, ich hab dir jetzt ein Jahr Aufschub gegeben. Und du hast für alles eine Ausrede. Ja, sag mal, magst du noch 10 Jahre weiterleben? Mein Vater selig ist 90 geworden. Und so alt wär ich auch. Dann kannst du mich holen. 90? Ja. Wie viele Jahre mache ich das? 18, ein Grad. Aha. Husch, Lure! Das ist mein Karren, Russ. Okay, auf dem Karren, ehrlich? Ja, freilich. Ich kann meine Passagiere ja nicht auf dem Buckel tragen. Ja. Oder auf dem Arm.
höchstens die kleinen blassen Kinder, die Einbrucher sind im Eis. Die sind eine leichte Last. Aber manchmal wie du? Ja, das höchste, jetzt sagst du das selber. Geh weiter, Bruder. Langsam werden wir ungeduldig. So lange hat er noch nie warten müssen. Du, wegen mir könntest du ja verrückt zufahren. Und nein, jetzt sei doch vernünftig. Die Welt dreht sich ruhig weiter, auch ohne dich. Aber für dich, da fängt das Ganze doch erst richtig an. Was? Na, das wahre Leben. Ja, das sagt der Pfarrer auch immer, obwohl er es selber noch nie gesehen hat. Aber ich hab's gesehen. Und es ist unendlich schön dort. Ich darf ja nicht rein. Im Paradies, da brauchen sie keinen Bordelgraben nicht. So schön ist dort. Also, was ist? Ein Glasl noch drauf. Ein Siegel. 90! Dass ich mich von meinem Vater nicht genieren muss. Hoppala! Oh, der Boden! Hoppala! Er bewegt sich. Oh, jetzt biegt sogar die Hausmauer! So, in einer Stunde ist das alles wieder eben. Weißt du, was du da tust? Weißt du, was ich dir schenke? Weißt du, wohin du darfst? Ich bin zufrieden da. Weißt du, was das mit heute zufrieden sein? Mit dem, was ist und was man hat? Ratner, du, der Balmsmann. Jetzt hörst du das Widerstreben auf und du kommst endlich mit. Weißt du was? Spül mal drum. Was? Ja, da sind die Karten, schau. Du Halodri, Kartenspülmächter, ums ewige Leben. Nein, bloß um 18 Jahre. Ey, ich kann überhaupt keine Karten spielen. Ja, da brauchst du das Kinder, da misch. Kann ich auch nicht. Wie geht das? Ja, das sag ich dir. So, schau. Da, probier's einmal. Obala. Brotner, Brotner. Das habe ich noch nie erlebt. Hast du das gefunden? Kartl, du. Da. Ja, mei. Und jetzt? Jetzt pass auf. Ha? Jetzt hebst du ein Heiferl ab, gell? Ja. Und wenn in deinem Heiferl der Gras oben ist. Der Gras oben? Ja, der Gras oben. Wie schaut der aus? Den zeig ich dir dann schon. Dann geh ich mit dir mit. Dann gehst du mit ohne Widerred? Ohne Widerred. Versprochen. Gut. Und wenn der Gras oben in deinem Heifel ist, dann gehst du auch mit, ja? Dann darfst du nicht mehr kommen, bis ich 90 bin. Ja. Also, gut. Ist gut und ist versprochen. Brandner, du bist ein Depp. Ja. Du bist das Auto, mein Depp. Weil ich nehme mir jetzt so viele Karten in meine Heifel rüber, dass der Großober bei mir drin sein muss. Du, das ist deine Sache, das ist ein ehrliches Spiel. Gut, schauen wir mal noch. So. Das schau her, das ist der Uhr 8. Also. Ja. Schauen wir mal weiter. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da groß oben. Da! Ja, das ist jetzt schon ein Groß, gell? Aber schau her, das ist der Großkönig. Da gibt's den auch. Freilich. Ja. Ja, sag mal, wo ist er? Wo ist er denn jetzt, der Malefizkerl? Ist jemand runtergefallen vorher? Wo die runtergefallen sind? Ist er vielleicht in so einer Ritzen rein? Wie gibt's. Siehst du? Du, schau hin. Der muss irgendwo sein. Du, weißt was? Ha? Schauen wir heute halt einmal in meinem Heiferl noch. Ha? Ja, genau. Ja. Heute ja. In deinem Heiferl schauen wir mal nach. Jetzt. Schau mal, ich schau. Ha? Gut. Schauen wir mal in deinem Heiferl. Ja. Mein Heiferl! Ja, in deinem Heiferl! Das ist jetzt eine saubere Geschichte.
was die dann aufgesetzt war für den heutigen Tag. Es ist eine Ruhe! Krapfen! Geh weiter, trink mal auf den 90er. Nein, ich mag nicht mehr, den Kirschgeist, deinen Hütterkünftigen. Mit dem, wo ich hast, betrogen gebaut. Mit dem nicht. Warte mal, Kasper! Ja. Irgendwann da reicht das Glück noch mal. Nein, das gut zu sein. Glaub ich nicht. Aber da brauchst du für bloß zu rufen. Ja, ja. Und schon bin ich da. Ja, du lass der Zeit, das passiert gar nicht. Nur rufen, Bratner, nur rufen. Ja, ist schon recht. Und schon bin ich da. Ja. Nur rufen. Du fall mir nicht ins Wasser rein, gell? 90 Jahre. Ich glaub's nicht. 90 Jahre. 90 Jahre. Kasper, was machst denn du noch da? Wieso bist du nicht auf deiner Kammer? Seid ihr auch schon wieder da? Ja, aber geht's dir gut? Mir ist denn nie besser gegangen, Flori. Ja, hast du es dir noch überlegt? Machen wir den Umweg. Wenn wir den machen, du nicht bloß ein, Flori. Von heute ab, da gibt's kein Überlegen mehr. Was ist denn mit dir passiert heute? Du, für mich ist ab heute nichts mehr gefährlich. Für mich, da geht jetzt ein Leben um, wie es ohne Beispiel ist auf der Welt. Sag einmal, hast du den ganzen Kirschgeist da allein? Respekt. Schaut doch gar nicht so schlecht aus mit dem Wetter. Ah, wird schon halten. Mir ist Kerns, deckt's die Tisch. Hättest fleißiger zum heiligen Michael beten sollen. Um ein gutes Wetter. Ja, Tante Teres, du bist ja schon da. Ja, grüß dich, Gott, Teres. Grüß dich. Bist du den weiten Weg von Miesbach her angerast? Oh, meine Füße. Ich spür's gar nicht mehr. 5 Stunden bin ich gelaufen. Ja, das glaub ich dir. Da? Selber gemacht. Ah, schee. Ja, den hängen wir jetzt gleich da auf. Da wird er schön aus werden. Bevor die Ehrung anfängt, ist ein Gewitter. So wie gestern, wirst du schon sehen. Abwarten. Ich glaub, das reißt noch auf. Bei dem Jubilar seinem Glück. Ja, wie geht's ihm denn? Ist er noch einmal so gut beieinander? Ja, besser als je. Der reißt noch jeden Tag ein Dutzend Farmers. Ob der in einen Jungbrunnen gefallen ist? Oder steckt vielleicht ein Weiberkittel dahinter? Was? Ein Weiberz? Ja, boy, das kann schon sein bei dem. Ihr habt es daran. Tatsächlich? Diese Mannsbilder. Je älter sie sind, umso bläder werden sie. Wer ist denn? Ihr dürft es aber nicht weiter sagen, gell? Versprochen? Nein, ich doch nicht. Ja, ich sag's nicht weiter. Ach so, nein, ich sag doch nix. Wem denn auch? Also, wer ist? Ich. Okay. Ja, trat's nur recht. Deine alte Tante. Nein, ich mein's im Ernst. Er will mir einen Grund erhalten, hat er gesagt. Das ist jetzt 3 Jahre her und seitdem wird er jeden Tag jünger. Ja, und eure Schulden? Sind wir beinahe los. Das gibt's ja nicht. Ja, wir haben alle 3 ganz fleißig gearbeitet. Du als Kellnerin? Ja. Und auch jedes Trinkgeld ist sofort an den Senftel gegangen. Was? An Senftel? Ja, den kenne ich ja noch, wie er als junger Bub mit seinem Vater mit dem Bauchlohn hausieren gegangen ist. Ja, mit Knepfen und allerhand so Grafewerk haben sie gehandelt. Ja, mei,
Was möchtest? Heute ist er Bürgermeister. Ah, so ein Zeichen für nah in den Weltuntergang. Ja, lacht's nicht. Ich hätte was zu reden mit dir. Ja, na red. Ja, hallo, es war wichtig. Ja, vielleicht später dann, gell? Oh, meine Füße. Marei! Ich sag's dir, bis vor Warngau kommen die Leute daher. Es ist schier nicht zum Glauben, wie viel Freund der Kasper hat. Oh mein Flori, ich möchte heute so gern gut aufgelegt sein und trotzdem ist mir so bang. Du, ich muss für heute noch fort. Das weißt. Was heut? Ja, es geht nicht anders. Uns hat einer angeredet. Wer? Einer von der Stadt. Wir haben ein Kind, aber der zahlt 20 Gulden für jede Gams. Und ich habe ein Rudel ausgemacht. Unterhalb vom Rissbach. Na, Flori, na. Da ist vor 2 Tagen bei dem Gewitter ein Stahlawin runtergegangen. Ehrlich, na. Ich pass schon auf. Du, letztes Jahr hat's einen Falterer Toni runtergedraht. Geh nicht, Flori, bitte, heut nicht. Es passiert nix. Zur Not war sie ja ein Platz für ein Nachtquartier, wenn's wirklich war. Du bist doch verrückt. Der Simmel hat dich 2 Mal schon fast erwischt. Wenn du heut gehst, dann braucht er da bloß noch jetzt gehen und dann hat er dich schon. Aber gerade heut ist keine Gefahr. Heut hockt der Simmel beim Freibier und ich hab drum meine Ruhe. Und nach der Feier kommt der Kasper und hilft mir beim Schleppen. Der Stutzen ist auch versteckt. Wenn mich wer auf dem Weg sieht, gibt's keinen Beweis. Gerade wenn man mich mit dem Quar antreffert. Jetzt gibst du aber Ruhe. Glaubst du, das Geld ist doch schon beinahe abgezahlt? Und es ist schlimm, nur dass auf unredliche Weise geschenkt ist. Was kannst du denn noch alles riskieren? Bravo, Marei! Da ist nur zusammen. Das heißt zwar, das Weib sei untertan dem Manne, aber bloß wenn es ein richtiger Mann ist. Du hältst dich zurück, gell? Du bist sowieso zu früh. Der Großvater ist noch gar nicht da. Das macht nichts. Ich hab Zeit. Heute passiert nämlich nichts im Revier. Weil heute. Heute sind alle Wilderer da herunten. Hab ich recht, Herr Flori? Ha? Ich weiß nicht, was da so lustig sein soll. Und ein Bier gibt's auch noch keins. Doch, weil ich hab ein kleines Fassel mitgebracht. Als Geschenk. Steht draußen vor der Eingangstür. Okay. Du machst unser Geschenk? Da glaub ich ja gleich wieder ans Christkindl. Ja. Flori, jetzt hilfst du mir beim Eindrung. Geh weiter. Aber schön freundlich sei, wenn man was geschenkt kriegt, gell? Und her noch schön Dankeschön sagen. Kannst du jetzt reden mit dir? Ja, na sag, was du möchtest. Hast du eine Ratscherei gehört, ha? Ja. Ich glaub's ja nicht. Ich bin ja die Letzte, die auf sowas hört. Lass mich ran. Die Leute sagen, der Flori und der Großvater hätten gewudert. Doch, das machen in der Gemeinde noch ganz andere Leute. Ja, eben nicht. Dass sie nicht erwischt worden sind. Die Leute sagen, drum, auf dem Pass, da haben sie die Jäger vor ein paar Wochen die ganze Nacht auf die Lauer gelegt. Und dann haben sie es ausgemacht. Ganz deutlich. Dein Großvater und ein Flori haben es zur Schlucht hier drüben in einen Kessel treiben. Ja und? Sie haben lediglich einen Flori gestellt. Ohne Stutzen noch dazu. Und ohne Beweis, dass er gewildert hätte. Ja also, was gab's denn da zum Ratschen? Ja, dass der Kasper verschwunden ist. Ja, er wird halt nicht da gewesen sein. Er war aber drum. Er ist wie vom Erdboden geschluckt verschwunden. Marei, ich darf doch die Wahrheit wissen. Die Leute sagen, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Und da drum war kein Ausweicher möglich. Dein Großvater hat 100 Meter tief in die Schlucht springen müssen. Gell, das ist doch zum Lachen. Na, Marei, das ist nimmer zum Lachen. Man sagt, er ist mit dem Teufel im Bund. Ja, und er wird nicht erwischt, weil er in die Höllenschluchten springt. Und der Teufel hat ihm das Geld verschafft, dass er seine Schulden zahlen kann.
Schaut da bloß den schweflichten Himmel an. Das ist ein Satan sein Geschenk zum 75. Geburtstag. Anzeige. Beim Bischof ist erstattet worden und euer Pfarrer zitiert zum Auskunft geben. Ja, ist dir wirklich nichts aufgefallen, was nicht seine Richtigkeit haben können? Nein, bloß weil er fleißig war, der Großvater. Gearbeitet hat er, als Jagdhelfer, geschlossen, Bixen gekriegt, alles sowas. Und das in seinem Alter? Ja. Wo nimmt der bloß die Kraft her? Ja, vom Teufel, sicher nicht. Marei, kommst du schnell? Ja. Marei, die Wahrheit. Die Wahrheit. Schau gern ins Gesicht, da steht's drin, deine Wahrheit. Schau dich! Prost, Marei. Trinkst du ein Bier mit mir? Nein, lass mich in Ruhe. Knurr zum Tor, das wird später auch noch gelangen. Oha, steh heute hautig beieinander. War Glück, dass die mich nicht mengen hat. Ah, der Simmerl, da seh ich wieder sich beim Freibier. Und dabei schüssen sie da draußen dein Woldlein. Das wird sich bald ändern. Du, ey, 3 Monate nach Anfrist hat der Prinzregent noch eingeräumt. Und jeden Tag wird weiter gewürdet. Und du findest das nicht, die Teufel. Wart bis morgen. Heute, da rennen sie mir entfallen. Entfallen? Sorg mir du dafür, dass der Alte da herunten bleibt. Der darf mir nicht dazwischenfunken mit seinen Zauberkunststückel. Ich muss einen Flori zuerst der Lord erwischen. Oh ja, mir ist der Alte wichtiger. Der kommt auch noch dran. Für den ist nachher der Junge der Köder. Oh. Ja, Kasper, wo hast jetzt du die Muse aufgenommen? Ja, zugelaufen sind wir, die Dudler, die Narischen. Das zeig schon den halben Tag mit mir übereinander. Aber ich habe so eine Freiheit. Ja, Therich, ja, du bist auch noch. Kasper! Okay, was sagen sie denn so? Ja, weil wir zwei schon so alt sind. Okay. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Kasper, zum Geburtstag viel Glück. Prost! Ich möchte ganz herzlich für den schönen Geburtstag bedanken, gell? Ruhe, Ruhe, ich hab was zum Song. Oha. Du wirst mir doch nicht gratulieren. Das ist meine Pflicht im Namen der Obrigkeit. Geh, vor 2 Monaten hast du versucht, dass du mich aus meinen Hütten klagst mit dem Gericht. War das auch deine Pflicht? Oh mei, damals bist du mal im Weg gestanden, gell? Und heute? Oh ja, heute auch. Aber du stirbst da nicht. Das muss man denken. Ja, nur deinetwegen nicht. Du wirst dich noch wundern, wie lange ich das Leben hab. Und deswegen freut es mich noch besonders, dass ich dir jetzt dann gleich dein Lobred halt, gell? Dass der Mensch ja so lügen darf. Also schieß los. Lieber Kasper, liebe Gemeinde und Befreundete, unser ehrengeachteter Mitbürger, Herr Kasper Brandner, hat heutigen Tag sein 75. Lebensjahr vollendet. Leider. Was? Ja, das leider hast du vergessen. Hat leider heutigen Tag sein 75. Lebensjahr vollendet. So ist es doch. Bringt's mich nicht raus. 75 Jahre. Ja. Damals hat die Welt noch anders ausgeschaut. Sein Vater war noch ein Leibeigener. Ja, aber der deine schon auch, gell? Jawohl. Und die taten sich wundern, wie sich die Welt seither verändert hat. Nur unser Kasper
ist sozusagen immer noch der gleiche geblieben. Ja, der gleiche Lump, meinst du? Ja, ja, meiner da das schon, aber sagen darf er es heute nicht, gell? Ihr seid eine ungebildete Gesellschaft und habt keinen Sinn nicht für eine feierliche Rede. Reden wir weiter, Sämtle, komm. Des ungeachtet aller Heimsuchungen und Plagen, die dir auferlegt, voller Mannessaft, Kraft, Mannesmut und tugendhaftem Stolz. Jetzt wurde ich mir jetzt ein Prediger. Du warst schon einmal ein Rotri und hast dich leicht geärgert mit deinem Spott. Geh, okay, was du nicht sagst. Ja, von dem, was du meinem Vater seinerzeit auch hast, rede ich nicht. Geh, okay. Sämtle, es ist 50 Jahre her. Ein Pferdschner? Hast du deinerzeit ein Misswang aufs Dachen aufgesetzt? Ja, freilich, weil mein Wurmlich den Nachbarn sein Grenzstor versetzt hat. Am Höck hast du in der Nacht heimlich am Kamin zugemauert, da so unten in seiner Kuchel im Rauch fast erstickt war. Ja, der hat mir der feins Greicher so drauf gehabt. Die tugendhaft sitzame Jungfer Notburger hat sich seinerzeit bitter beschwert über dich. Weil ich im Wald mit einem Jäger erwischt hab. Dabei hat sie dem ganzen Dorf die Unsittlichkeit nachgesagt gehabt. Aber die letzten Jahre, muss man sagen, hast du gelebt, vorbildlich. Ja? Vorbildlich. Was hast du gesagt? Vorbildlich! Ah ja. Oft hab ich gesagt, dass du heute der fleißigste Mann in unserer Gemeinde bist. Ja. Auf dass du dir mal einst deinem Enkelkind, der sitzt am Marei, ein schuldenfreies Heiratsgut hinterlassen kannst. Und geht unser Wunsch dahin, dass es dir bald gelingen möge und du die wohlverdiente Ruhe des Alters genießen kannst in zugemessener Behaglichkeit. Und in unser aller Namen... Amen. Herr Schäftl, das war eine schöne Rede und hat mich auch recht angerührt. Ja, wirklich? Ja, dann rutscht mir da einen Pugel runter. An so einem Tag wie heute wird sich ein alter Depp wie ich ganz weich verlautet sind ihren. Liebe Leute, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr am Himmel aufschaut und denkt euch, wie wird es da unwohl sein? Wie es der Pfarrer verspricht, der Herrlichkeit, wie es keine gibt auf Erden, so schön und ewig. Ich meine, viele glauben das, aber keinem pressiert es, dass er da hinkommt. Das Viertel aus dem Leben ist hart. Wenn es ganz was Besonderes war, bei uns auf Erden da. Aber es hilft nichts. Jeder muss fort mit einem Schlag und oft ganz geschwind. Und da wundert es mich manchmal, dass ich da noch lustig bin. Geh, Großvater, die Lustigkeit ist doch dein Bestes. Ja, freilich. Mit der Lustigkeit schatzt kaum. Und das ist ganz wichtig, dass dein Nachbarn nicht schatzt. Weil allein bist nichts. Füreinander sind wir vonnöten. Und nur mit den anderen wird alles was wert. Geh, was redst du denn jetzt? Jetzt gibst du aber Ruhe, Großvater. Vor der Messe heute war ich nur am Friedhof draußen. Der Stor ist schon ganz verwittert. Über meiner Traudl, meiner Tochter und meine Eltern steht. Nur ich weiß noch, wie die ausgeschaut haben. Nur ich, alter, ausgelaschter Stiefi, bin allerweil noch da. Und da frage ich mich manchmal, für was noch? Großvater, jetzt gibst du aber Ruhe. Du bist da vonnöten und gut ist. Wenn es so ist, dann ist schon recht. Dann habe ich euch ja hoffentlich einen würdigen Pfarrer vorgespielt. Oh, okay. Vielen Dank für die schöne Ehrung. Geh, geh weiter, Musik halten. Spielt's auf. Du, Marei. Dein Flori ist vorhin fort.
Der muss aber ganz ein wichtiges Geschäft haben an so einem Tag. Du, der wird schon gleich wieder da sein. Meinst? Ja. Mach das schon gut. Tanzt ein wenig mit mir, hä? Nein, lass mich. Pete, okay. Du wirst schon mit einem Kreislichen tanzt haben, hä? Was ist denn mit euch zwei? Ich hab's Mairei gerade gefragt, ob's schon mit einem Kreislichen tanzt hat, als ich einer bin. Du brauchst halt nur ein bisschen überlegen. Mairei, das lass mich nicht so stehen da. Hör noch, verspotten sie mich wieder alle. Okay, so zuwider werde ich da doch nicht sein. Nein, du bist mir überhaupt nicht zuwider. Also. Ist es bloß, du tust der Flori Unrecht. Nein, müsste man halt einmal auf Probe stehen. Was hast denn du jetzt wieder im Sinn? Müsste man ihm jemanden schicken, der einen anstiften möchte, also beispielsweise, dass er ihm was Unerlaubtes besorgt. Das Stückel für saftige 20 Gulden. Was tanzt nicht weiter? Wenn er so ehrlich ist, wie du sagst, dann darf dir nichts passieren, oder? Nein, natürlich nicht. Also. Und wenn's doch anders wäre, Marei, und er besteht die Probe nicht, ich trag dir nichts nach. Ich war alleweil da für dich. Ja, voll Teufel! An den Bergen auf mit dem Fahrrad wird so eine Treibjagd. Was heißt bei dem Wetter? Ja, kann man ja auch nicht erklären. Aber das sind wir ja zu tief, wenn man jeden Bulden versprochen ist. Großvater! Großvater! Lasst uns noch. Das sind wir bei Florian Lockspitzmaschine. 20 Gulden für jede Gams. Der Flori ist auf und uns an die Burschen postiert. Diesmal erwischen sie uns. Schluss! Na, wir müssen aufhalten, bevor es spät ist. Ja, aber du und ich, wir können doch da nicht weg. Das war ja ein direktes Schuldeingeständnis, verstehst du? Ein Wetter kommt. Schnell ranzt die Tisch ab. Au, oh, wie leid, hau mir ein Weg. Schon, die haben Fahrer dabei. Ein ganzer Tag die Hitze und jetzt ist es wieder. Oh, ich meine, das wird wieder so Unwetter, wie es gestern war. Das wird jetzt sowieso gleich vorbei sein. Nein, so lange kann ich nicht warten. Ich muss ihn aufhalten. Marei, bleib da. Marei! Die hat scheinbar Angst vor dem Gewitter, ha? Mein Herr und Gott, was soll ich jetzt bloß machen? Okay, glaubst das? Wie schaut's aus? Sprühen wir noch eins? Du, sag einmal, Nantwein, ist dir das eigentlich wurscht, dass Walburga immer gewinnt? Omne initium difficile est? Hä? Was möchte er? Aller Anfang ist schwer. Ah. Also, er kartelt ja noch nicht so lang, gell? Deswegen verstehe ich das schon, dass er hin und wieder mal so einen Schmarrn zusammenspielt. Aber bei dir, Michael, da frage ich mich schon. Also, gell, glaubst du das? Apropos Pinkwart Quidam. Was? Okay, Nantwein. Nantovinus. Ja, von mir aus. Wie oft soll ich dir das jetzt noch sagen? Red bitteschön gescheit. Du weißt genau, ich kann kein Latein. Ah, da will wer nein. Ach, hey, da muss ich hin. Hey, Flammenschwert. Herrschaftszeugnis vergiss ich ja jetzt mal. Skriptum! Was? Da, die Listen! Ah, Sakrament. Sie hätte es auch fast vergessen.
Ja, sag einmal, so wenig Aufträge für einen Bornelgrammer. Naja, ruhige Zeiten. Und esst du die Karten weg? Wir schauten das aus. Oh. Also, weißt, der Michael, der glaubt allweil noch, dass das Kartenspielen für die Leute da unten als Sünde gilt. Ja, vor allem für uns Frauen. Ich weiß nicht, wer ihm das eingespielt hat. Errare eternum est. Schon wieder Latein. Ja, ja, komm noch mal rein. Oh, eure Heiligkeit kennen mich. Ja, freilich. Aber bei mir brauchst du fein nicht so förmlich sein, gell? Also, ich bin die heilige Walburga und das ist der heilige Landwein. Nantovinus. Ja, ist schon recht. Also, er ist seit dem Jahre 1286 da herum. Ja, und ich noch 500 Jahre länger. Was, so lang schon? Mhm. Ha, na, dafür haben sie sich aber gut gehalten. Ja. Ja, weißt du, Mare, bei uns herum im Himmel, da gibt's kein Alter. Jeder ist so, wie er sich am wohlsten fühlt. Was, wirklich? Ja, ja, du kannst dem schon vertrauen. Er ist eine gute Seele. Er kann bloß nicht Karten spielen. Das ist doch kein Fehler. Er spielt aber. Ah. Mare, komm näher. Vergeht's Gott. Darf ich das da herum überhaupt sagen? Aber freilich. Bitteschön, könnten Sie mir sagen, warum ich herkommen hab müssen? Dörfer. Das hat ihr vom Portner gesagt, der die Seelen aufnimmt und weiset. Vom heiligen Petrus. Vom Portner, in Ewigkeit und aller Orten. Ja, und wo ist der, bitteschön? Ja, Farsiminis Alba. Wir? Bei die Weißwürst. Weißt, Marei, wir haben da herum im Himmel zwar keine Uhr, aber wenn der Petrus seine Weißwürst isst, dann ist Elfi. Oh, heute die Herrschaften vielleicht vom Essen ab. Na, die Würste bleiben eh warm. Und der Nantwein, der hat... Nantovinus. Ja, der ist auf Diät. Der hat Cholesterin. Ja. Und Sie sind also so richtig echte Heilige? Ja, freilich. Ja. Wobei, er war eigentlich nur als Pilger auf der Durchreise und wollte in Wolfratshausen übernachten. Ja, und dann... Tja, dann haben sie ihn auf den Scheiterhaufen geworfen und verbrennt. Und dann haben sie ihn heilig gesprochen. Ja, warum nachher das? Wahrscheinlich aus dem schlechten Gewissen. Hm. Ja, und weil sie in Wolfratshausen ohnehin noch keinen Heiligen gehabt haben. Hm. Mei, wissen Sie, ich darf so gern erfahren, was mit mir geschehen ist. Ich weiß eigentlich bloß noch, ich bin im Gewitter gelaufen und dann... Hat dir der Bornelgrammer nichts verraten? Nein, der hat bloß allerweil gesäuft, dass auch gerade mir als Passagier haben muss. Hast Angst um den Flori, gell? Ja. Geh weiter. Lass uns durchs Fernrohr schauen. Ja. Geh weiter, Marei. Schau hier, das ist unser Fernrohr. Das haben wir vom Fraunhofer geschenkt gekriegt. Und damit können wir bis oben schauen. Da, schau hin, der Tegernsee. Ah, ein bisschen weiter rüber, bitteschön. Nein, nur ein bisschen, bitte. Ah, jetzt. Ah, das Wetter, das ist ja allweil noch. Und da ist ein Storchschlag runtergegangen. Da unten liegt eine Gestalt. Oh mei, ist das der Flori? Ich kann das Gesicht nicht erkennen. Ich sehe nicht, wer das ist. Das ist nicht der Flori, der da unten liegt, Marei. Das bist du. Was? Du liegst da. Was? Ich lieg ja. Da drunten. Ganz allein. Da ist ja kein Mensch um und um. Die Burschen nicht und der Großvater auch nicht. Hängst noch so sehr am Leben? Eure Heiligkeit, der Flori ist in Gefahr. Meinst? Ja, weil die schießen ihm tot und dann... Was dann? Ja, dann... Dann kommt er da her zu dir. Und was gab es da zum Ängstigen? Ja, aber kommt er denn da her? Marei. Du bist da im ewigen Frieden. Und wie lang es noch dauern mag, bis dein Flori dir folgt. Es wird nur eine kurze Weile sein. Ja, aber nur habe ich Angst. Schau, wir schreiten durch dieses Tor da und sie fällt ab von dir.
mit dem Zeitlichen. Angst haben, das bedeutet doch, sich fürchten vor dem Bösen oder dass man etwas verlieren könnte. Daher Rom gibt's keine Angst, weil alles Bestand hat und gut ist von Anbeginn und gut ist für alle. Willst du das deinem Flori nicht auch vergunnen? Ja, freilich. Ich bin ja schon stark. Marei, jetzt komm, wir schauen einmal im Journal noch. Du bist in der Finsternis. Ah, oh, danke schön, mein Engel. Das ist mein Mann. Aha. Oh, das brauche ich ab und zu. Ja. Du bist in der Finsternis gelaufen und am Hang abgestürzt. 100 Meter tief. Was? So tief? Ja, da wundert mich nichts, dass ich da unten lieg. Ja, und da steht's genau. Danzl Maria Katharina, in Fischbachau gebürtig, hat redlich gelebt und niemals Schaden getan an Menschen und an Seelen. Heimzurufen, im 42. lebt. Hä? Was? 42? 24. Da haben sie die verschrien. Ach, käm ihn vielleicht noch gar nicht auf, wa? Ja. Maria, doch, Marei. Im 24. Lebensjahr, auf das ihr erspart bleibe, viel Leid und Qual, die den weiteren Lebensweg hätten gekreuzt. Dankeschön in Demut. Wird erwartet von ihren Eltern und Großeltern. Der Waltraud, dem Kasper, der Rest. Was? Der Großvater ist auch herum. Ja, schon lang. Nein, das gibt's nicht. Der müsste ja noch mehr gekommen sein. Aber Kind, der ist doch schon seit 3 Jahren da herum. Also, ich will mich ja jetzt nicht gegen die Allweisheit versündigen, aber gerade war er noch drunt. Marei, das gibt's nicht. Ja, wenn Eure Heiligkeit vielleicht selber einmal abschauen mehr hätten. Ah ja, wenn's meinst. Dann schauen wir halt wieder mal ab. Ja, Pfeigrad, da ist er. Ja, der Brandner Kasper ist und? Ja, wie so jetzt nachher das? He? Na, wart, das werden wir gleich haben. Was ist denn passiert? Ruft's mir sofort den Bonselkramer. Ja, der ist nicht da. Der ist ohne Gruß. Auf und davor wie der Wind. Ja, was ist jetzt dann? Rennt's ihm nach? Und ja. Ihr, meine Engel, ihr rennt's gleich mit und helft's beim Suchen. Ich brauch los, den Bonselkramer. Und jetzt schickt's euch, dalle. So ein Stress. Ja. Oh. Und das möchte ich jetzt genau wissen. Das Journal von vor 3 Jahren, das müsste doch da stehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch da herum noch nie vorgekommen. Mei, vielleicht trifft ja ein Bandelkramer gar keine Schuld, weil, wissen Sie, mein Großvater, der hat einen eisernen Dickkopf. Naja, was, Sie werden ihn schon finden. Was der Teufel, wo der sich wieder verkrochen hat. Hat mich wer gerufen? Da bin ich schon. Hab euch resche Brezen mitgebracht. Frisch backen. Ja, da schon her. Ja, Mädel. Was machst denn du da? So jung und schon da herum?
Nächst nicht mit mir mitkommen, ha? Nix da, Luze. Das ist ein anständiges Dirndl. Die kommt da zu uns rauf. Und du kannst die gleich wieder schleichen. Es hat dich nämlich niemals gerufen. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen mich habt da herum. Ich hab da früher genauso normal gelebt, so wie manch anderer. Ja, früher hab ich gehabt noch ein dreistöckiges Haus. Heute hab ich mir die Wohnung mit ner Ratten und ner Maus. Ja, ich bin heute Lump und ich bleib heute Lump und ich bin heute liederlicher Lump, Lump, Lump. Früher hab ich gehabt noch meinen eigenen Friseur. Wenn sie mir jetzt anschaut, sagt, da war ich lang nicht mehr. Ja, ich bin heute Lump und ich bleib heute Lump und ich bin heute liederlicher Lump, Lump, Lump. Es ist am jeden vorbestimmt, ob er jetzt auf ich oder ob ich komm. Ich bin heute Lump und ich bleib heute Lump und ich bin heute liederlicher Lump, Lump, Lump. Früher hab ich Freund gehabt und hab's alle gehalten aus. Heute kann ich froh sein, wenn's mich freundlich schmeißen aus. Ja, ich bin heute Lump und ich bleib heute Lump und ich bin heute liederlicher Lump, Lump, Lump. Ja, früher bin ich gereist, nur mit der Eisenbahn. Heute darf ich ums Verrecken nimmer Diesel fahren. Ja, ich bin heute Lump und ich bleib heute Lump und ich bin heute liederlicher Lump, Lump, Lump. Es ist am jeden vorbestimmt, ob er jetzt auf ich oder ob ich komm. Ich bin heute Lump und ich bleib heute Lump und ich bin heute liederlicher Lump, Lump, Lump. Ich bin heute liederlicher Lump. Wir haben den Bundel geräumt. Und wo war er? In Salzburg. Ha, beim Jedermann. Ja. Ich hab ihn entdeckt. Brav. Und die Engel, die bringen ihn gleich auf. Ja. Gut. Sehr gut. Oh. Ein Marsch? Auwe. Gib nicht schon wieder einen Preis. Oh. Da sind die Adler. Ja, wo sind die nicht? Ja. Aber wir lassen es da nicht rein, weil sonst war es ja kein Paradies nicht mehr. Ja, ja. Aber so streng sind wir fein auch nicht immer, gell? Naja. Also, ich zum Beispiel bin ja auch gebürtige Angelsächsin. Und später habe ich dann ein Kloster in Franken geleitet. Ja, in Franken? Mhm. Da sind sie in den Himmel der Bayern gekommen. Tschau. Ja, weißt du, Marei, manchmal, da machen wir eben eine Ausnahme. Ja. Der Fürst von Schaumburg-Lippe ist... Oh. Ach, okay, der ist doch letztes Jahr schon gestorben. Ja, der kommt ja aus dem Preißenhimmel. Mhm. Er ist der offizielle Botschafter von denen. Eigentlich kommt er ja meistens nur zum Spionieren, wie es bei uns so ausschaut. Die Preißen haben einen eigenen Himmel? Mhm. Und was für einen. Immer noch der neuesten Mode eingericht. Andauernd wird umgerammt und umbaut und umgenäht. So das denn? Naja, weil für die Preisen der Himmel immer das ist, was bei den anderen gerade modern ist. Also zum Beispiel die schönsten Dörfer, die es überall gibt. Ja? Oder die neuesten Gewander, die wo getragen werden. Eigenes haben die Preisen ja nicht viel. Und deswegen machen sie halt alles noch. Marei. Ja. Jetzt komm. Wir gehen über die Schwelle, wohin du verlangst. Zu den meinen. Heim heut. Oh,
Hallo? Was ist das denn? Keiner da? Das gibt doch nicht. Aber so ist das bei den Bayern. Ich bin ja erst seit einem Jahr im Himmel der Preußen. Aber sowas wäre in unseren Kontoren nicht denkbar. Hey, Pochtner! Das ist auch sowas. In südlicher Manier sagen sie ja Pochtner, das heißt aber eigentlich Portier. Naja, sei drum. Auf dat die Extrawurst gebraten sei für die Bayern. Aber der Humor, die Gaudi der Bayern, die ist immer noch einmalig. Ja, der Herr Fürst Ade, welche Ehre! Guten Tag! Da bin ich. Sehr wohl! Herrschaftszeiten der Hundsicht schlecht. Da bin ich! Meine liebe Walburja! Servus, Fürst! Schickt sie der Preußenhimmel! So ist es. Als offizieller Gesandter des Himmels der Preußen habe ich einen geheimen Auftrag. Bestimmt nur für des Portiers Ohr. Ein Kasus voller Peinlichkeit. So? Ja. Indes, wie wär's? Was denn? Jönn Sie mal einen kleinen Blick. Wohin? Nun ja, ins Innere. In unseren Himmel? Ja, doch, ja. Damit ich vermelden könnte und auch profitieren. So, profitieren. Von uns. Warum? Wie schaut's denn bei euch momentan aus? Soll ich's verraten? Ja? Die Herrlichkeit beschreiben, die unser Geist geschaffen hat? Ja, da bin ich gespannt. Ganz im Vertrauen. Wir haben ja schon auf Erden nicht verstanden, warum der Herr der Dinge gerade euch die prächtige Birkswelt zugeteilt hat. Warum denn nicht? Ihr seid da außerstande, sie zu nutzen. Was? Ich sagte da immer so schön, Berge von unten, Kirchen von außen und Kneipen von innen. So ein Schmarrn. Deshalb haben wir unser Paradies so eingerichtet, dass wir eure Fehler vermeiden. Gleich werdet ihr erblassen vor Neid. Hört, bei uns liegt am Riesenmassiv der Zugspitze Bielefeld. Bielefeld an der Zugspitze? Ja, und Hannover liegt am Tegernsee. Ja, verrück. Und Timmendorf im kleinen Walsertal. Was sagt er jetzt? Nix. Und die Ordnung. Der Wanderwege, breite Bänder sind bunt markiert. Je mäßig sind, bequem. Aha. Die Steigungen hinauf zu den Gipfeln. In grüne Matten hingeschmiegt, die schmucken Alpenhütten. Wo der Sennrin Hand den Kelch kredenzt. Mit jenem Prickeln in die Tränke, das unser Volksmund nennt Kölsch. Und für den Appetit des Lüste Frikadellengibbet und rote Beete und Brötchen mit Mett. Na, da können wir natürlich nicht mit Neidzeichen. Und zu Millionen klettern unsere Leute in strahlender Glückseligkeit die Berge hoch. Sie jodeln. Jodeln? Und rufen laut Juhu und dann in großen Gruppen. Kein Fremder laut schon ihren unaufhörlich hohen Redefluss. Die Sprache wie das Preußisch. Und was setzt ihr in denen? Was weckt Glücksgefühl in bayerischen Herzen? Wenn's ganz stad ist. Ja. Und bei euch? Wenn wir für unser reiches Ruhm in Staub den Feind geschlagen, sich an unsere Brust heftend. Die Bayern, wenn sie ihre Ruhe haben. Reisen durch die weite Welt. Na, nicht reisen. Daheim sei. Fremden Völkern hat preußische Wesen beibringen, bis es da so zugeht wie bei uns. Das brauchen wir nicht. Wir wollen nur sein, wie wir sind. Und keiner soll es nachmachen müssen. Im Ernst? Und das Gespräch? Ohne Unterlassen über alles reden, Gedanken austauschen? Es mei heute. Wie? Hä? Wie? Schweigen! Schweigen? Das macht Bayern glücklich? Ja.
Nee, das ist deprimierend. Fürst, was führt euch heute her zu mir? Ein gewisser Vorfall, hört. Ein wackerer Prinz, Wilhelm Viktor, mein Sohn. Ui. Der würde sich gerne in Bayern ansiedeln. Wirklich? Aber bei uns gibt's am Tegernsee bloß Tegernsee oder Rottach. A Hannover haben wir vielleicht auch nicht. Geschenkt. Also, er geht genauso gern auf die Jagd wie ich und hätte gerne schöne Urie Alpenhütte. Die würde er gern kaufen vom reichsten Mann am Tegernsee namens Senfel. Aber die Hütte ist nicht frei. Da wohnt noch einer drin. Moment. Ein Kaspar Brandner. So, der. Der Bornl ist da. Gleich Kinder. Na wart, der kann was da leben, mein Lieber. Was werden Sie nun tun? Unser Möglichstes, damit der Wilhelm Viktor seine Hütten kriegt. Ganz schon recht. Tick. Ja, ist ja gut. Ich hab gehört, dass man mich gesucht hat. Allerdings, wir haben was zum Reden miteinander. So? Ja, wen haben wir denn da, Freund Hein? Hä? Ja, so heißt der unsere. Ja, dann grüßen Sie ihn schön. Wird bestellt. Der sieht ja erbarmungswürdig aus. Auch unser hat hohle Augen und wirres Haar. Aber dafür eine schnieke Uniform mit Mütze. Ich störe nur. Ich gehe wieder. Ich hab noch viel zu tun. So, was denn? Ja, das Wagerlputzen, das Rosfuttern, sowas. Du wartest. Zuerst kommt der Besuch. Was hat er denn? Das wird er dir alleine sagen. Aber tröste dich. Ira furor brevis est. Schon wieder Latein. Kim nennt Wein. Nanto Vinus. Ja, ist schon recht. Was wird denn nun mit Wilhelm Viktor? Jetzt warten Sie heute mal. Ich muss schließlich nachdenken. Wissen Sie, die Preisen, die sprechen ja den ganzen Denkvorgang mit. Der Bayer gibt das Ergebnis bloß bekannt. Der Herrgott gab uns einst die Sprache, damit man miteinander spricht. Sprachorgan zu sehr belasten, sprach der Herr, das soll man nicht. Denn mit dem Sprechen stark verbunden ist unweigerlich der Schall. Und dass der Bayer lieber ruhig hat, ist seit Jahrtausenden der Fall. Drum, Mensch, bedenke deine Worte und sei im Zweifel lieber still. Weil man in Bayern nicht ein Denken, sondern das Ergebnis hören will. Drum wähle sorgsam deine Worte und sei im Zweifel lieber Staat. Beschränke dich in deinem Sprechen auf der Gedanken des Pilat. Der Herrgott gab uns einst die Ohren, damit man hört, wenn grad wer redet. Rasseln ein zu viele Worte, packt das Ohr von Bayern nicht. Mancher redt viel, aber sagt nix. Viel Schall und null Information, das ist für einen echten Bayern die reinste Schadstoffemission. Drum, Mensch, bedenke deine Worte und sei im Zweifel lieber still. Weil man in Bayern nicht ein Denken, sondern das Ergebnis hören will. Drum wähle sorgsam deine Worte und sei im Zweifel lieber Staat. Beschränke dich in deinem Sprechen auf der Gedankendestillat.
weil man in Bayern nicht ein Denken, sondern das Ergebnis hören will. Drum wähle sorgsam deine Worte und sei im Zweifel lieber stark. Beschränke dich in deinem Sprechen auf der Gedankendestillat. Die Bayern mögen wertvoll sein, mit ruhigem Gemüt zugestanden. Aber glauben Sie mir, durchschlagend erfolgreich wird auf die Dauer nur das preußische Wesen sein. Grüß Gott! Hallo, er möchte mit mir reden. Ja, bloß nicht. Aber aufkommen hat es ja müssen. Ich hätte die Mare nicht auch noch drunter lassen können, da wäre es dann alles noch viel ärger geworden. Oh, das Journal von vor 3 Jahren sollte ich auch noch schnell zurückstellen. Na? Na, dank der Nachfrage, gut. So. Ja. Und? Ja, voll Arbeit, oh mei. Was du nicht sagst. Ja, und gerade im Augenblick, da hätte ich so viele dringende Geschäfte. Herr Partner, kann die bitte schon wieder gehen? Wir haben was zum Reden. So, was denn? Es ist wegen dem Brandner Kaspar. Brandner Kaspar. Wer ist das? Jetzt steh dich nicht so dumm. Also dieser Name ist mir überhaupt gar nicht geläufig. Dann denk noch. Ist das vielleicht der vom Tegernsee? Das frage ich dich. Ich verstehe nicht. Drunt ist er. So. Und Herr Rom sollte das sein. Aha. Ums Paradies wird er betrogen. Warum? Und sein Enkelkind ist 18 Jahre zu früh da. Gerade 18 Jahre? Ja. Du kennst unser Gesetz, dass die Energiesumme des Universums immer konstant sein muss. Die 18 Jahre, die der Marei gestohlen worden sind, müssen also irgendwo anders wieder auftauchen. Los, und jetzt tust du beichten. Ja, also ich konnte mir das bloß jetzt so erklären, also dass da also unvorhergesehene Umstände eingetreten sind, die es mir unmöglich machten, also praktisch... Beichten sollst du nicht, Stotter! Ja, also ich wollte sagen, also... Ja, aber das müsste doch im Journal von vor 3 Jahren stehen. Das ist verschwunden. Ach, geh! Aber da sagt man doch, also in der Ewigkeit, da geht doch nie was verloren. Ja, vielleicht suchst das du einmal. Vielleicht findest das ja du. Ja, bin so frei, gell, bin so frei. Na? Ich hab's noch nicht. Soll ich vielleicht wegschauen? Wenn's gang. Ja, dann zieh schon aus unter deiner Joppen. Da, 1000-mal Vergebung. Brandner Kaspar, 72 Jahre, falsch abgehackelt. Ja, das war ich schaue mir so. Und jetzt machst deinen Rapport, aber die Wahrheit. Also vor 3 Jahren, wie es mir aufgetragen wurde, bin ich im Walde ihm erschienen. Da steht, er starb am Büchsenschuss. Ja, eben nicht. Was soll jetzt das heißen? Das ist misslang. Und? Ja, ich hab den Schuss vom Jäger gelenkt, aber er hat ihn bloß gestraft. So, und? Ja, da war er teuer. Wer? Der gute Rat.
ich bin zu ihm hingegangen und hab versucht, also da oben vielleicht praktisch selber, also freiwillig mit gegangen. Aber dieser Brandner, der war obstinat. Ah. Wahrscheinlich hast du einen Saudum angeregt. Ich will ja nicht wissen, wie du die Leute oft erscheinst, weil sie die gar so fürchten. Von nichts kommt nämlich nichts. Ja, hart anpacken habe ich da nicht dürfen, weil er ja kein richtiger Sünder war. Also, was machst du? Na, und was hast du gemacht? Nachdenkt habe ich uns siniert. Was? Und dann hat er mir also ganz hinterkünftig. Was? Eins hingestellt. Was? Ein Gefäß. Bier! Kirschgeist. Ach so. Ja, ich sitze da und trinke ganz in Gedanken. Und er hat wieder und wieder eingeschenkt. Er hat mich überlistet. Wie oft? Und. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hä? 10? 12? Ja, dann glaub ich's. Herr Portner, wenn Sie wüssten, wie mir aufgeheult ist, bei der Reise zwischen Erde und Himmel, und zwischen Eis und Hagel, und immer nass wie eine botte Maus, und immer nur scheppern und klappern und kein Platz zum Aufwärmen irgendwo. Und deswegen ist doch auch der Schuss auf den Brandner fehlgeleitet, weil ich so gescheppert habe von lauter Ketten. Herr Portner, ich bin doch am ärmsten drauf von alle. Daheim nicht in Seligkeit, nicht im ewigen Frieden wie die anderen. Und drunter auf Erden bin ich gemieden. Und einmal in Äonen steht mir einer einen Schnaps hin. Und da hast du ihm natürlich gleich das Weiterleben versprochen. Na, nicht gleich. Ja, und wieso ist er dann nicht da? Ja, weil er mich beschissen hat! Du dich nur äußern, ganz ungeniert. Kartelt haben wir. Und mit dem Großoma hat er mich tupft. Und wie viel Jahr hast du ihm dann zugestanden in deinem Rausch? Bis zum 90er, wie sein Vater. Also 18 Jahre. Auch gerade die 18 Jahre, die der Marei jetzt fein. Drum steht bei ihr auch im Buch Alter 42. Sie ist aber erst 24. Ja, bist du denn narrisch? Ich hab mir halt gedacht, wir sind doch drum eh schon so viel Leute. Also da käme es doch jetzt auf eine Marei mehr oder weniger auch nicht mehr drauf zusammen. Sag einmal, schamst du dich nicht her? Ja, doch. Und es war mir jetzt wirklich leichter, wenn sie mich jetzt ein bisschen ordentlich anschreierten. Da fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich bereue, es hat mich wirklich arg gedrückt. Ich weiß jetzt nicht, soll ich lachen oder soll ich warnen? Lachen wäre mir lieber. Das darf dir jetzt so passen, ha? Oh, gut, jetzt ist beicht. So, und jetzt geh wieder pünktlich und mach meine Arbeit für seit Ewigkeit. Geh und wenn's vergessen werden, kutterte das kleine Geschichterl dabei recht froh. Empfehle mich und wart auf neue Aufträge. Der nächste Auftrag ist, du holst mir den Brandner Kasper auf der Stelle. Na, bitteschön. Ich hab ihm noch mein Wort gegeben. Willst du den Willen unseres Herrn missachten? Du hast dir die Suppen selber eingebrockt, also lief das gefälligst selber wieder aus. Sonst jage dich vom Dernst und stell dich vors höchste Gericht. Ja, aber da geht mir doch nicht mit, der Hundling. Bordel Kramer, du bringst mir jetzt den Brandner Kasper, sonst staubt's! Herrschaft. Wie soll ich denn jetzt diesen Brandner holen, wo ich ihm doch mein Versprechen gegeben hab? Diese Menschen, ich verstehe das nicht. Warum haben die nur so viel Angst vor dem Tod? Die brauchen doch bloß zu Lebzeiten sich anständig aufführen und redlich leben. Dann haben sie doch überhaupt nichts zu befürchten.
So steht's ihr da, scheint's mit Bedacht nachs Aufgelag und Freudenschmaus. Wenn ich euch dann sag, gute Nacht, dein Stundenglas rinnt aus. Wer heut sich noch das Maul zerreißt und glaubt, der große Max zu sein? Der Schreiner sägt nur, dass du's weißt, gerade an deinem Schrein. Motz des Grab ist dir von Dampf der Druck auf dein Wohl, komm, nimm noch einen Schluck und Ohren hinterher, klein und zwei, drei mehr, dann stirbst du nie so schwer. Wer nach des anderen Mädels specht und glaubt, er ist ein feiner Mo. Pass auf, dem anderen, dem ist recht, springst du ins Grab voroh. Und du wirfst voller Eifersucht den Bierkrug durch den Wirtshaussaal. Wenn ich dich dann am Bett besuch, lang lebe dein Rival. Manns des Grab ist dir von Dampf der Druck auf dein Wohl, komm, nimm noch einen Schluck und Ohren hinterher, klein und zwei, drei mehr, dann stirbst du nie so schwer. Was häuft's, wenn's Gift und Galle spuckst, kerngesund bist oder auch marot? Von jedem Tropfen, den du schluckst, nimmt sich sein Teil der Tod. Ob Gesindel oder hohe Herren, am Ind, da seid ihr Brüder doch. Eich alle scheit der Abendstern ins gleiche finstre Loch. Meins des Grab ist dir von Dampf der Druck auf dein Wohl, komm, nimm noch einen Schluck und noch einen nebenbei, vielleicht ein zwei oder drei, dann stirbst du sorgenfrei. Tragisch, Kasper. Warum ist die Mare dem Flori bloß hinterhergelaufen? Bei dem Wetter? Das bringt doch nichts. Wenn man da noch lange drüber nachdenkt, das hat keinen Zweck. Alles ist verloren, jetzt wo die Mare nicht mehr ist. Aber es war eine schöne Leich. Naja, wenn es uns freie Fressen und Saufen geht, dann kommt die ganze Gmur. Und hintenrum richten sie dann wieder aus, verlungene Gesellschaft. Kasper, der Simmerl war da und möchte mit dir reden, soll ich ihn herholen? Wie du meinst. Auferstehen, ja, auferstehen wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruhe.
das ewige Leben wird der dich rief dir geben. Brandner, redst du mit mir? Was? Wer? Ich muss dir was sagen. Wenn wir den Florid erwischt hätten, ein frischer Tat, ich hätte ihn nicht einsperren lassen. Ich hätte ihm nur gesagt, lass dir diese leer sein. Ich verstehe dich schon. Du möchtest das am liebsten als Rückschenk machen, gell? Ja. Aber weißt, seit heute Mittag liegt es am Friedhof die Marei, weil sie es nicht ertragen hätte, dass ich am Flori allein geschickt. Das ist ja Brandner. Glaub mir, nichts tut so weh, als wenn einer, dem er so verzweifelt zum Leben braucht, am anderen alles gibt. Jahrelang war es gut mit mir. Und dann habe ich mich anschauen müssen, wie es auf einmal den anderen gern gehabt hat. Und dann die Macht, den Nebenbuhler aus dem Weg zu räumen. Aus Liebe ist das Geschenk, Mensch. Das Arbeiten, das Wildern. Die Mara, der Flori und ich, wir haben Äußeres gehört, dass aus uns arme Klohäusler wieder richtige Leute werden. Und jetzt haben wir das Beste verloren. Sag mal, wie soll ich weiterleben mit dem Wir? Das müsst schon mit dir selber ausmachen. Auf dem Begräbnis hat mich schon keiner mehr angeschaut. Na. Ich kündige meinen Dienst auf und geh weg aus der Gegend. Was soll ich noch da? Was soll ich noch da? Bohnen ins Futter, das Licht ist aus. Die Uhr geht weiter. Wieder eine Stunde und wieder eine Stunde. Und jede bringt die weiter weg von ihrer Todesstunde und bringt die näher an der eigene. Dabei brauche ich dir bloß zu rufen, gell? Aber nein. Jetzt meine ich, kommen's. Wer? Der Flori. Er wollte noch mal reden mit dir, bevor sie ihn einsperren. Ja, Gendarm führten. Ich versteck mich, damit er mich nicht sieht, du. Das meine ich, kann man ihm da sparen. Kasper, der Flori ist da. Ja, dann bring ihn halt her. Ist recht. Kasper, ich wollte bloß noch mal Pfirti sagen. Ich weiß nicht, ob wir uns noch mal sehen. Ein paar Jahre werden sie mir schon aufhören. Ich bin schon noch da, Flori, wenn du wiederkommst. Ja, du hast das ewige Leben, gell? Wie der alte Baum, hast du einmal gesagt. Ja. Der alte Baum ist abgesägt. Nur noch der Wurzelstock ist da. So nichts mehr zum Gebrauchen. Bloß noch da halt. Kasper. Ich mag nicht mehr leben. Ich bin doch schuld an allem. Das darfst nicht sagen. Sie hat mich nur gewarnt. Hör auf mit der Wulderei, hat sie gesagt. Nein. Wenn einer umkommen hätte sollen, dann war ich das gewesen. Flori, eins lebt vom anderen. Der Fuchs jagt hinein. Wir schießen den Fuchs. Jetzt haben sie uns gejagt und die unschuldigste Seele. Aber wir müssen weiter. Geht's nicht über den Berg, geht's außen rum. Aber weitergehen muss. Wem gehört der Rucksack da? Die Mama, die Eifel, die er gejagt hat. Und der jetzt auch nicht besser dran ist, wie wir zwei. Komm raus, wenn's dich traust! Gefreust dich, Jäger, dass du mich abgeschossen hast.
kriegst jetzt eine Beförderung. Einen Orden. Ach, ich vergunst dir. Das Leben wird dir eh keine Freude mehr machen. Wenn wo ein Vogel singt, hörst du sein Singen nicht. Wenn wo ein Blärm bliert, gibst du keine Ruhe, bevor es nicht zertreten worden ist. An dir ist nur eins groß. Der Neid! Jetzt hört's einmal zu. Es hat sich heute ergeben, dass ihr zwei habt Todfeind werden müssen. Was anderes käme, wär's vielleicht Feind worden. Mit dem? Nie! Jetzt, wenn das mit dem Hass nicht, weil er Ende hat, dann macht's doch erst recht keinen Sinn, dass sie hat sterben müssen. Ist das jetzt einmal zum Eising? Flori, vor Gericht, da gibt's bloß eine Aussage. Die meinige. Und ich sag, dass ich mich täuscht hab. Dass ich keine gewollte die Gams gefunden hab. Und kannst du's auch nicht. Aber du hast das doch gefunden. Nein! Die Blamage nimmst du auf dich. Das Totenkleckerl hört sich ja nicht. Herr Flori? Ich hör nix. Hörst das du auch nicht? Nein. Was soll ich hören? Geht's dir nicht gut, Tante? Ach, doch, hier geht's jetzt besser. Wird schon alles nicht so schlimm kommen. Seid's einsichtig und lernt's das zu mir drum, was kommt. Also, führt's euch. Fürchst du was, Brandner? Fürchten? Was hättet ihr noch zum Fürchten, wo das Schlimmste schon geschehen ist? Also, führt dich. Wo bleibst denn? Ich spür doch in alle Knochen, dass du kommst. Bin doch schon lang da, Kasper. Ich hab dich nicht gerufen. Aber du warst nah dran. Aber gerufen hab ich dich nicht. Hast doch gerade geredet von der Einsicht. Gibst nicht auf? Nie! Und hat es sich gelohnt, die Frist, die du dir erkartelt hast? Nee, gell? Jetzt sag, was du willst. Der Wortbrecher, mich hol mit Gewalt, oder was? Nein, nur einen Besuch machen. Nachschauen. Aha. Weißt, ich hab doch sonst keinen außer dir, mit dem ich ein bisschen tratschen konnte. Weißt, die ansonsten sich, die sehe ich ja bloß ein einziges Mal. Du hast ja gar keine Ahnung, was du überhaupt für Ausnahmen bist, Brandner. Komm, lass mich ein bisschen da, hä? Was ist? Hast du einen Schnaps? Wächst wieder ein. Ich sag grad nicht nein. Deshalb bist du gekommen. Der Ron! Ich hab so oft an den Kirschgeist denken müssen, die ganze Zeit. Ob ich wollen hab oder nicht. Oh, wie der schon riecht, hä? Ja, oh. Ich brauch jetzt auch einen. Also dat. Was ist dann? Auf dein Wohl. Deine ja. Eieieiei, du kommst mir älter vor, Kasper. Mehr als 3 Jahre, hab ich recht. Wird schon der Zahn der Zeit sein, wie man so sagt, nicht wahr? Ja, ja, die Zeit, gell, die Zeit. Die Zeit kaut die Kresten drüber zusammen, beißt die dicksten Mauern kaputt, gell. Oft hab ich mir gedacht, wie war das, wenn die Zeit zahngluckert wurde und konnte nix mehr kaputt beißen, ha, und nix gegangen mehr zu Grund auf der Welt. Das gab mir ein Durcheinander. Überall lauter als Graffi. Ha? Und kein Platz. Kein Platz für was Neues. Ha? Ah, das war blöd. Sag einmal. Du hast für einen seltsamen Humor. Aber deine Spaßigkeit ist auch weniger geworden. Wundert's dich? Heute trinkst du mehr. Ja, und du machst nicht mehr hick. Mein Gott, Kasper, du da barbst mir. Auf was wart denn noch?
kommt schon noch was. Kommt bestimmt noch was Besonderes. Und wenn's ein Wunder war. Na, das war ein Wunder. Kommt nichts mehr, Kasper. Ist nichts mehr vorgesehen für dich im himmlischen Plan. Alles nur noch finster und grau. Gekommen, was ist? Hast du etwa Angst vor da drüben? Das werde ich gerade dir sagen. Gerade dir. Mit Bedauern, Kasper, dass ich gerade die Marei habe holen müssen. So jung und blühend, wie sie war. Wo du so gut warst mir gegenüber. Verstehst? Das alles wäre der Spart geblieben, wenn du damals vor 3 Jahren mit mir gegangen wärst. Jetzt statt dem da die Seligkeiten da drüben. Und warst jetzt mit ihr vereint. Jetzt red nicht so viel, trink. Du, wenn wir jetzt die Zeit anhalten und du gangerst mit mir, dann warst auf der Stehe auf dem Weg zur Marei und allem anderen, was dich bestimmt glücklicher macht, hä? Na! Na! Sag jetzt mit, dein Wohl! Ja, das ist deine, ja. Du darfst nicht grantig sein, Bruder. Durchaus nicht. Ist ja bloß dein schon. Leb du durch, wirst du schon sehen. Es liegt an einem. Ich glaub dir nix, deine Drohung nicht und auch nicht dein Versprechen von Glück und Seligkeit. Du glaubst mir nix? Nein, schon gleich gar nix. Ja, sag einmal, ich komm von der Allweisheit. Und du glaubst mir nix? Nix. Also, sag mal, hast du nie gehört, wie es ausschaut da drüben? Ja, freilich, Harfen und Chorgesang, sagt der Pfarrer. Aber ich glaube nur das, was ich mit den eigenen Augen sehe. Du bist ein Leugner, ein Atheist! Ach, okay. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie es da ausschaut. Seligkeiten sind da drum, ohne Ende, Lösung ohne Qual und gemütlich und gleicherweise erhaben. Das Paradies ist da oben, Bruder Kasper! Und er sitzt da wie so ein Brot und glaubt mir nix. Ja. Schimpf nur weiter, aber vergiss mir das Trinken nicht. Oh, jetzt brauche ich wirklich einen. Und nur einen. Du, jetzt warte mal. Mit eigenen Augen sagst du? Ja. Nicht anders. Ja, ich könnte es dir ja vielleicht einmal zeigen, hä? Ja, ich weiß schon, ja. Nein, mit Retourbillett. Ja, geh. Okay. Du, da drum gibt es einen Platz, da wo wir schön heimlich reinschauen können ins Paradies, ja, ja. Und in einer Stunde waren wir wieder zurück. Scheiße, du Schwindler, du willst mich erst einmal auf der Reise hast. Bruder Kasper, hab ich nicht mein Wort gehalten seit 3 Jahren. Und ich gebe dir jetzt wieder mein Wort. Nur eine Stunde. Auf ihr! Auf ihr! Das war natürlich schon was, gell? Das Marei-Segen! Mein Marei-Segen! Gut, dann hol ich jetzt mein Gefährt. Mit deinem alten Heiter? Nein, Altersschwäche. Oh, wo ist er denn? Ist er hin? Nein! Wo ist er denn hin? Gut, einer Bichl! Oh mei, mein Marei-Segen im Himmel. Und das Manna, ja, ob es dieses Manna da wirklich gibt und wie werden das da wohl schmecken? He? Und überhaupt, ja, wie wird es denn da oben im Himmel, wie wird es da so ausschauen? Ja, da bin ich schon gespannt. Pendelgramm, wo bleibst du denn? Bin schon da. Ja, ich sehe dich nicht. Dann schau halt genauer. Da bin ich. Grüß dich. So. Da bist du. Auf geht's. Komm weiter. Aber du, in den Saal lege ich mich fein nicht rein. Sag ich dir schon, gell? Aus der Nähe sitzt die bloß drauf. Herzlich willkommen auf der MS Exitus.
Also, komm mal, Himmel und zurück! Mitfahren, reinfahren, reinschauen! Nur eine Stunde! Juhu! Auf geht's! Ist unterwegs. Und der bringt den Brandner Kasper mit, der zum Einerschauen ins Paradies. Contra victim mortis, non est medicamen in hortis. Also diese Diät, die tut dir nicht gut, Nantwein. Nantowi? Ah, hab ich doch gern. Aber eins muss man schon sagen, gell? Schlau war das Fei schon vom Bandelkramer. List wieder List. Ha, wird ihm aber nicht viel helfen. Da, am Brandner sein Sündenregister. Auwe, Fegfeier? Mindestens, wenn man ihm mildernde Umstände zubilligt. Mhm. Sonst? Hölle? Ich darf dem schwierigen Verfahren nicht vorgreifen. Mei, vielleicht mit einem guten Anwalt. Naja, aber da haben wir da herum halt nicht so viel davon. Man muss einer reumütigen Seele doch entgegenkommen. Der Brandner wird sich schon bessern. Ihr redet, als war es erst seit gestern da herum. Zum Bessern ist jetzt spät. Der Brandner muss obe. Hat mich wer gerufen, da bin ich schon wieder. Ich habe euch ein sauberes Gereich jetzt mitgebracht. So ein feines Geschmack. Mit einem leichten Schwefelaroma. Möchtest du probieren? Vielleicht ein kleines. Finger weg, du bist auf Diät. Und die Luzi hat keiner gerufen. Ich hab aber genau gehört, dass ich jemanden mit Obi nehmen soll. Noch nicht. Abwarten. Ich hab Zeit. Also mir tut der Bordelgrammer schon leid. So geschickt hat er es eingefädelt, die Geschichte. Und jetzt geht's daneben. Ja, wer hat den angeschafft, dass er einen Kirschgeist trinkt? Jetzt sei halt nicht allweil so streng. Ordnung muss sein. Und diesmal statuieren wir ein Exempel. Sagt's mal, ist der allweil so? Also, heut ist er eigentlich ganz gut drauf. Aha. Ist was? Nein. So, und jetzt? Raus mit euch. Und du, Luzi, runter mit dir, aber flott. Und Engel ist auf, Zeit, los. Schleicht euch. Ja. Kupp. Da. Schau, das nennt man da den endgültigen Weg. Da kehrt das Eigentliche zurück in die Seelen. Das, was der Mensch verliert. Das Leben lang stückelweise. Ja, was verliert denn der Mensch? Na, das Gewissen. Ja. Die innere Stimme, die einem sagt, was gut ist und was schlecht ist. Viele ziehen als gute Kinder aus und kehren als grundschlechte Leute wieder heim. Fanatismus, Stolz, Rache, Eifersucht, Eigennutz und Geldsucht. Das alles fällt da herum ab von einem. Und der Mensch kommt zum Vorschein. Genauso,
wie er gemeint war. Ah, ist das schön. Ja, wie war der Mensch denn gemeint? Der unendlich gut. Keine Deppen nicht, keine Besserwisser, aber auch nicht lauter Heilige. Einfach Menschen mit einem schönen, gesunden Humor. He? Du, die Daten dafür gefallen, die Leute da drum. Du sag einmal, du hast doch gesagt, ich kann da irgendwo so reinschauen. Ah ja, dann rüber, wenn du schaust, komm. Ja. Da kannst du ganz heimlich mal ein bisschen reinschauen, komm. Da hab ich ihn. Was sagst du? Der bleibt nicht das, da. Das hält sich auf, du. Wo sind denn da? Sind das die Berg? Ja, ja, das sind's, das sind's. Ja, es wird alles ganz hell und klar und grün. Ja, da sind Berg und Täler. Und ja, da ist ein See. Ja, genau. Hörst du das? Der bleibt nicht da, sag ich dir. Bitte mal. Auch nicht, wenn er mag. Ja. Auf seine Sünden steht Fegfeier. Mindestens. Oh, aber ja, was geschieht denn dann mit mir? Du? Kuss dem Bingi. Also, da ist ein Dorf wie das unsere und eine Hütte wie die meine. Plus schöner und größer. Ja, was sehe ich denn da? Das Paradies, Brandner Kasper. Dein daheim ist ja eigentlich schon das Paradies. Ja. Man bringt es hier auf Erden nicht zusammen, dass ihr dort schon zum Paradies macht. Ja, wir stehen da neben meiner Hütte. Dein Marei. Mein Marei. Darf ich hin zu ihr? Der heilige Partner. Inkommodier dich nicht. Hast uns für ganz schön lang warten lassen. Fällt's dir bei uns? Ja, schon. Ich hätte mir gar nicht gedacht, wie sehr. Das ist aber erst von außen. Von innen müsstest du das sehen. Bleib jetzt gern da. Ja, aber ich zweifle halt, ob es gegangen ist, gell? Weil ich war nie wirklich ein richtig guter Mensch und Sünden hat es mir halt auch nicht gefällt. Jetzt sagt er selber. Das ist der Michael. Ja. Ah, so, ihr habt es jetzt alle gehört. Da bleiben möchte der Brandner. Nachher ist mein Auftrag erfüllt. Wiederschauen! Du bist Staat. Da, sein Sündenregister. Nicht schlecht, ha? Ja, mit wie viel Hölle müssen die denn so rechnen? Hat mich wer gerufen, schon bin ich wieder da. Wir sind zwar drunten grad beim Grillen, gell, aber für einen Neuankömmling unterbrich ich voll gern. Luze? Ja? Da schauen wir erst einmal nach. Gewaltet, gewaltet. Und das alles, Jagdhelfer. Gewalten? Gut da herum nix. Das ist ein weltliches Gebot. Ist das wahr? Bei uns darf man jagen. Ja, schießen? Das gehört doch dazu. Aber wenn man trifft? Ja, dann fällt das Viech um, steht wieder auf und fragt, machen wir es noch einmal. Wir haben unsere Vorschriften. Da hat seine Mitmenschen zum Narren gehalten. 100 Mal. Okay, das war doch immer lustig und alle haben gelacht. Das zählt nicht. Hat einer Chance genommen? Keiner! Der Großbauer Senftel ist 3 Monate lang mit der Galle gelegen wegen ihm. Geh, der Gauner. Der Großbauer ist ja mit dem Stecken hinterher und dabei ist er in die Senkgrube gestürzt, die der Brandner vorsorglich geöffnet hatte. Respekt, Brandner, Respekt! Okay, diesem Senftel ist doch bloß recht geschehen und alle haben gelacht. Ja, jetzt habt ihr halt einmal einen Humor da heroben. Da war ich nur ein junger Knecht, nicht? Und der Senftel hat mich um meinen Lohn beschissen. Und dann habe ich mich halt am nächsten Kirchtag vor die anderen Leute an ihren revanchiert. Ja, ich meine, das war ja noch der Vater von unserem jetzigen Bürgermeister. Und der hat mir nachher auch noch wirklich oft geschaut im Leben. Ja, genau so war's. Aber ich hab's verdient, ja. Und hab ihm schon längst verziert. Heute lache ich selber drüber.
Ja, sag einmal, macht es da drin wieder zu, was wir draußen diskutieren? Ja, freilich. Und halten am Kasper die Dame, gell? Da ist Hinftl. Ja, grüß dich, Brandner, gell? Komm bald, wir warten, gell? Da könnt's voll lang warten. Der kommt nämlich zu mir. Wenn der alte Zimftl da herum ist, dann kann für mich noch nicht alles verloren sein. Ja, genau. Es war nämlich ein Entlastungszeuge. Jetzt mache ich dann Gnadenanwalt, das gerade so rauscht. Also, ist jetzt noch etwas oder war es das für heute? Zöllner Kräsenz, sechstes Gebot. Jesus, ne, Zöllnerin. Jetzt wird's interessant. Ja, aber das war vor seiner Ehe. Ja und? Sein Weib hat er geliebt und hat ihr Leben erfüllt mit großem Glanz. Das macht viel wieder gut. Aber das sechste Gebot, Zöllnerin war jahrelang gekränkt wegen ihrem. Genau, gekränkt war es die Amsel. Das ist ihre Sache. Und ihn nicht betreffend. Noch ein Gericht, wo er jetzt für einen Sünder eintritt. Also, wenn ich mir das alles so anschaue, ich mein, ein Auge kann man da schon zudrücken. So. Bei dem auch. Oha. Nana, das ist arg. Na, endlich! Was ist arg? Und wie arg? Und mit wem? Also, ich verstehe nicht allzu viel von Kartenspielen. Aber da steht, falsch gespielt, betrogen und dadurch einen Vorteil erlangt von unglaublicher Größe. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Was weißt du? Ja, jetzt Herrschaftszeiten, was ist denn? Ja, du lass gut sein, es ist halt jetzt einfach so, weißt du. Na, macht ja nix. Na, bitte, dert's mir das nicht an. Hallo. Mit wem hat er denn falsch gespielt? Ja, mit dir. Okay, so ein Schmarrn. Ich spiele gar nicht Karten. Ich habe noch nie Karten gespielt. Ich kann überhaupt gar nicht Karten spielen. Hoppala, die Geschichte mit dem Großober. Versündigung gegen Menschengebote, naja. Aber betrügen den Willen des Herrn. Na, habt ihr's jetzt bald da herum, ihr werdet's feig heut. Ja, jetzt schaut's mal her, da war doch jeder Depp. Mich hat er beschissen, ha? Nur mich allein. Ha? Bitte schön, lass doch mich den Deppen sein. Ha? Ich find's ja überhaupt gar nicht schlimm. Du Depp! Da gibt's keine Entschuldigung. Ja, aber da kommt doch eh vor's Gericht. Nur wegen dem bisschen Kirschgeist. Mei, schade. Also komm, Brandner, die Stunde ist um. Wir fahren wieder zurück. Na, du gehst nicht vor's Gericht. Ich nehm das alles auf mich. Was? Du willst die opfern? Für mich? Opfern? Irgendwann muss es ja bürsten. Mach ich's halt gleich. Und verschenkst 15 Jahre? Ja, aber du hast doch selber gesagt, alles nur noch finster und grau. Ist besser so. Glaub mir's. Da hätte ich Brandner, pack mir's. Geh mir, Kim. Geh zu. Großvater. Gut geweiht. Ah, Großvater. Botschaft. Ah. Botschaft. Ja, was ist jetzt das schon wieder für eine Ramasuri in der ernsten Stunde? Ja, echt. Das. Also, jetzt passt's einmal auf. Das ist jetzt so. Ich hab die Sache vordrang. Ganz um. Alle drei waren's benannt. Und Maria auch. Und alle haben's gesagt, dass dies ein ganz besonderer Fall ist, der nicht einmal in ihre heiligen Gebote vorkommt. Dass einer den Tod beim Kartenspielen bescheißt. Jetzt hört ihr mal
Blendlacherei, das ist ernst. Nein, ernst ist das nimmer. Kein Fegfeuer, kein Heu, alles ist vergeben. Vergeben? Alles? Ja, warum? Weil die haben ja so viel gelacht. Lacht. Und wir vor allem Dingen über den Kirschgeist. Maria lacht jetzt noch. Sackel sie mit noch einmal. Aber wart's nur, wenn irgendwann mal der Gauland kommt, den hol ich mir. Pfiat euch. Kaspar Egidius hat redlich gelebt und nur selten Schaden getan an Menschen und niemals an Seelen. Heimzurufen im 73. Lebensjahr. Nantovinus, bitte schreib, wir ergänzen das Ganze. Durch List noch verzögert, welche verziehen durch Gnade, heimgekehrt in Gottes ewiges Reich im 76. Lebensjahr. Wird erwartet, Marei, seinem Weib, seiner Tochter, seinen Eltern und der ganzen himmlischen Chor zur herzlichen Freude. Michael, jetzt lach halt einmal. In meiner Hütte ist nur eine ganze Flasche Kirschgeist. Die kannst du holen. Dankeschön, hab'n schon. Thank you.